So lang bis ich sterbe, bleib ich ich. Gib'n Fick mit dem Kopf straight durch die Wand. So lang bis ich sterbe, bleib ich ich. So lang bis ich sterbe. So lang bis ich sterbe, bleib ich ich. Gib'n Fick mit dem Kopf straight durch die Wand. So lang bis ich sterbe, bleib ich ich. So lang bis ich sterbe, bleib ich ich. Ja, ich wollte eigentlich nur ein Trinken gehen, aber die wollten, dass ich rappe, Alter, und jetzt meine Stimme wegkassel. Nein, wir sind hier, um die Hütte abzureißen, ganz klar. Wir sind zum ersten Mal zu dritt aufgetreten. Das ist eine neue Konstellation und wir hoffen, dass wir damit auf jeden Fall was reißen können demnächst. Und Deutschland kann gewarnt sein. So, es kommt so überhaupt, in erster Linie, was ist das überhaupt für eine Frage, warum wir hier sind? Ist doch klar, Mann. Wir sind hier, um die Bühne abzureißen. Das haben die Jungs so gesagt. Das ist mein Mann Fancy Talk, das ist Jason Byrne, meine Wenigkeit, Rano, 2 Jahrzehnte Oldschool-Rap. Und die Leute, die wissen, wer ich bin oder wer die Jungs sind, wissen, was eigentlich passiert, warum wir hier sind. Und My Jam ist eigentlich legendär seit früher schon, deswegen sind wir heute auch wieder hier. Kurze Frage, habt ihr noch Bock? Einen hätten wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen einzigen sind wir weg. Okay. Check das aus, Alter. Over the top. Wo sind die Arme? Ach was, lass die Arme unten in den Taschen, rauf die Spliffs. Yeah. Pass auf. Hier. Es ist so, ich hör nach Lachen voller Essen in Rhyme. Jetzt will ich mir, was mir zusteht. Junge, es wird langsam Zeit. Als Heck mein Fachwerk ist sein. Was dabei Kabeldesign. Für LÜD kannst du Rap Sound sein. Pass auf, das Besondere an dieser MyJam ist, ganz klar, dass hier die Kultur von früher wieder zusammenkommt. Also der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe zu rappen vor 20 Jahren, wo ich 13 war, weißt du? So, und das Ding ist halt, dass diese Kultur, Breakdance, Graffiti, wie du das gerade im Hintergrund siehst, da malt der Maler noch, der interessiert sich gar nicht für die Auftritte, sondern will nur sein Piece malen, weißt du? Und der Breaker steht hinten und macht seine Moves, interessiert sich nicht für die Leute, die gerade singen, sondern will seine Moves präsentieren. Und das ist halt das, diese Kultur wächst zusammen, hier gibt sich jeder die Hand und es ist nicht irgendwie Posing und ich muss cooler sein als du, sondern du bist du. Und das ist wichtig, weißt du? Und deswegen jeder, der aktiv ist, der macht heute was. Die Skater sind da, die BMXer sind da, jeder versucht sich so ein bisschen zu zeigen. Jeder will einfach seine neuen Skills zeigen und ein bisschen das machen, was er in der letzten Zeit geübt hat. Und davon gibt es hier einfach reichlich Leute. Ich finde das richtig nice hier, wie die Leute drauf sind. Sehr korrekt, sehr freundlich. Was mir auch sehr gefällt, ist diese Atmosphäre untereinander. Man kann hier ein bisschen Hip-Hop hören, ein bisschen Rap. Man kann malen, man kann Leute kennenlernen. Was auch schön wäre, wäre ein schöneres Wetter. Aber eben, es regnet draußen. Aber eben, ich genieße es. Ich genieße es. Ich werde nachher noch oben links schön den My Jam-Schriftzug hinziehen, extra für die Jam. Und den schwarzen Hintergrund, ich weiß nicht, hier sind einige schwarze gestrichene Wände. Deswegen habe ich mir gedacht, packe ich meine auch schwarz dazu. Was eben mir sehr zusagt, sind die grünen, lilanen Stiche und die kann man mit schwarz sehr herausstechen. Wir sind am 18.05. zusammen im Kuba Club in Kassel. Genau. Kuba Club, 18.05. nicht vergessen. Bobby Balboa Entertainment. Wiederhol dich nur.